Herzlich willkommen zurück bei Möbius Final Fantasy. Wir starten direkt in den nächsten Kampf. Diesmal kostet es allerdings 8 Ausdauer, 5 Kämpfe bzw. 5 Runden haben wir. Die kriegen wir schnell rum, da bin ich mir sicher. Diesmal ist allerdings der Kreis, also die Schwierigkeit, gelb. Das heißt, die zweite Stufe, dann orange ist ja die dritte Stufe und die vierte ist ja dann rot. Aber wir haben jetzt gelb, aber ich gehe davon aus, dass wir trotzdem gut durch die Kämpfe kommen. Sieht zumindest danach aus. Haben auch schon die erste Karte eingesackt. Sehr schön. Ich würde gerne mehr Items haben. Ich weiß, das sage ich öfters, aber ich würde gerne mal mehr Items haben. In der letzten Folge zum Beispiel haben wir ja den Prolog begonnen des vierten Kapitels. Wir sind jetzt in der zweiten Folge vom vierten Kapitel und Echo ist Gott sei Dank mit dabei, aber sie hat bis jetzt noch nichts getan. Ja, betont noch nicht. Ne? Was nicht ist, kann ja noch kommen. So, jetzt haben wir den noch. Der ist auch schon im Schock. Oh, sehr schön. Und besiegt. Okay, auf in die nächste Runde. Und zwar in die vierte und vorletzte. Das letzte natürlich in dieser Runde, dann kommt dann noch ein Bosskampf. Da wir im Wasserbereich sind, denke ich mal, es wird wieder eine Schildkröte oder so etwas. Was eben halt im Wasserbereich vielleicht reinpasst. Das wäre zumindest sehr schön. Und noch eine Karte. Das ist ja toll. Jetzt haben wir schon zwei Karten. Oh. Okay, gut. Ja, sowas kann man auch noch akzeptieren im Wasserbereich, aber es sieht eher so nach einem Insekt aus. Oder was sagt ihr? Also ich finde, das passt dann mehr so in den Erdbereich oder so, weil ich weiß nicht, irgendwie sieht irgendwie nach Blättern und Flügeln und sowas alles aus und so ein Ding, was man eigentlich zerquetschen möchte. Entschuldige, ich töte ungern Tiere oder sowas. Ich lasse sie meistens, wenn es geht, immer wieder frei hier nach draußen, wenn mir irgendwas. Wir haben jetzt nämlich zum Beispiel so, kann man schon fast eine Plage von nennen, so von Marienkäfern. Ein paar Monate im Jahr sind die nämlich in Hunderten, wenn nicht schon Tausende, bei uns hier am Balkon und wollen alle irgendwie gefühlt rein und manche kommen auch rein und wir müssen dann immer dafür sorgen, dass sie wieder rauskommen. Damit die, aber die haben heute, dieses Jahr muss ich sagen, also 2017 haben sie wirklich ein Problem gehabt wegen der Kälte. Es hat gefrostet nochmal, obwohl die angefangen haben mit diesen Paarungsritualen und so weiter und das, glaube ich, das hat schon bei denen reingehauen, dass das irgendwie nicht so gut lief. 5000 Wasser. Deswegen wollten die wahrscheinlich alle rein. Aber es war schon schön. Also, oh, ich habe jetzt eine Wasserkarte für Wasser. Oh. Oh, so verpeilt. Man kann doch keine Wasserkarte wählen, wenn man Wassergegner hat. Oh Gott. Juna, ehrlich. Oh. Tut mir leid. Ich war leicht abgelenkt vom Reden. Ich sollte, glaube ich, weniger reden. Nee, kriege ich gerade nicht hin. Ich habe Sammelwasser wieder getrunken. Es ist. Naja, eigentlich habe ich Wasser hier mit Magnesium und Calcium. Wegen dem vielen Sport, den ich mache. Oh. Also irgendwie. Der Geschmack ist nicht der Burner, aber man trinkt es halt, damit die Muskulatur und die Knochen eben halt das Ganze mitmachen und sich weiter mit aufbauen und stabilisieren. Und die ganzen Sehnen und sowas alles. Und ich will einfach für die Gesundheit was tun. Da gehört so ein Zeugs einfach dazu. Vor allem ist es auch mit vielen Vitaminen und sowas alles. Und da ich morgens, ja, nicht vielfältig frühstücke, sondern wirklich mir einen Shake mache. So mit Banane, Haferflocken, ein kleines bisschen Honig und ganz viel Milch. Und nein, ich habe keinen Mixer. Ich habe etwas von Tupper. Da habe ich Klingen drin. Die muss ich selber mit einem Band ziehe ich die. Dreht sich dann und so war es. So dreh und so. Und also ich zerstückel das selber per Hand. Durch Klingen.
Mit Drehkraft. Das ist auch nochmal so Sport, ne? So ziehen, so, so, ging, ging, ging. Ja, und dann. Ja, es macht schon Spaß. Es ist so ein Morgensport, dann wird man wach. Wenn man das dann getrunken hat und dann die Klingen vorsichtig abwischt, weil die echt sau scharf sind. Mein Freund hat sich damit schon geschnitten, als das noch neu war. Und ja. Ja, das tut weh. Das tut wirklich weh. Aber es ist ein gutes Zeichen, wenn die Klingen eben halt scharf sind, dann hält das auch länger und so. Ein Mixer, nochmal so ein Stromteil da, so ein riesen Ding da, Apparat, haben wir gar keinen Platz und deswegen reicht dieses kleine Ding da und ich trinke das ja alleine, er mag das nicht so. Also, warum nicht? Okay, ein bisschen mehr Schockschaden könnte sein, nur meinem, ich würde gerade sagen, meinem Tausender-Bereich, weil manches sieht hier schon noch ein bisschen schwach auf der Brust aus. Ein bisschen, aber es reicht, also wir schaffen die Kämpfe locker. Oh, wieder ein Rekord. Cool, sehr cool. Ja, das werden hier schon echt größere Zahlen, das ist echt der Wahnsinn. Hey, ja, 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 gut. Auf zum letzten Kampf dieser Runde. Jetzt können wir mal den Cloud hier mitnehmen. Okay, das ist jetzt natürlich Schwierigkeitsstufe 3, orange. Dürfte aber auch kein Problem für uns sein. 6 Runden sind in diesem Kampf zu meistern. Kriegen wir, denke ich, mal hin. Da mache ich mir gar nicht so große Sorgen. Ich frage mich aber, das sind jetzt drei Folgen jetzt gewesen für den Start in den Prolog. Wie viele Folgen da wohl noch kommen für diesen Prolog? Also ich habe das Gefühl, dass es irgendwie durch die vielen Kämpfe, die wir in eine Folge reinkriegen, wirklich viel schneller rumgeht, das Projekt. Ist es auch nicht schlimm. Ich habe schon die nächsten Projekte überlegt, weil ich muss ja, ich bin immer gerne vorbereitet, wenn das Projekt endet, was kommt dann eventuell. Ich habe natürlich auch schon lange auf der Wunschliste, dass ich die Lego-Spiele spiele, allerdings bin ich am Überlegen, soll ich auch noch die Lego-Spiele machen? Also im Moment reizen sie mich gar nicht so sehr, obwohl ich sie auch gut finde. Vor allem müsste ich die dann mit jemand anderem zusammenspielen. Also dann mit meinem Freund, ist klar. Aber der hat nicht ganz so viel Zeit und zurzeit will er lieber was anderes spielen. Er spielt ja auch gerne andere Spiele, sowas wie Fallout 4 und so. Das will er eigentlich am liebsten mal endlich, ja, weiterkommen. Der hat ja so vieles da noch offen und deswegen ist es immer so fraglich, wann der mal Zeit hat und da in der Woche eigentlich gar nichts möglich ist und am Wochenende wir kaum da sind, ist das echt schwierig, überhaupt was zusammen zu machen. Und deshalb bin ich am Überlegen, ob ich die Lego-Spiele nicht doch lieber aus der Liste der die geplanten Spiele entferne und das mal aktualisiere, weil das kommt mir schon ziemlich lange vor, dass das da drin steht. Ja, sollte ich wohl mal machen, das alles überarbeiten. Also ich überarbeite das sowieso noch ständig neu. Ich kann ja auch stehen lassen und andere Spiele einfach dazu schreiben, oder? Ja, könnte man machen. Zurzeit bin ich am Überlegen, wie könnte man ja auch noch andere Leute auf mich aufmerksam machen, dass ich auch Let's Plays mache und ganz okay bin. Weil fast 400 haben es ja schon gemerkt, ich mache Let's Plays und es ist eine angenehme Grafik, es ist ein angenehmer Ton, auch wenn ich ab und zu mal wirklich Mist gebaut habe. Aber das passiert
denke ich, jedem Mal ist es menschlich, dass man Fehler macht. Ich lobe immer Besserung und ich gebe mir immer mehr Mühe und es dauert immer länger, bis ich überhaupt mit einer Folge wirklich zufrieden bin und ob ich aufnehme oder nicht und so weiter. Das geht jetzt nicht nur, ich brauche die Folgen, sondern mehr so in die Richtung, ich habe jetzt Lust aufzunehmen und ich könnte jetzt spielen, ich habe genug Zeit, keiner klingelt, ich passe jetzt wirklich sehr viel mehr auf. Ja, ich hoffe, es funktioniert auch. Natürlich kann jederzeit mal einer klingeln oder so, aber es ist dann doch trotzdem echt ärgerlich. Ich habe das Gefühl, nur mir passiert das, allen anderen YouTubern nicht. Und das finde ich echt schade, dass ich ständig dieses Problem habe. I gotta admit, Vox did say something smart for a bonehead. Those who do not but deplore their plight deserve their condition. I kinda agree with him. And you? He's right that complaining doesn't achieve anything. If you want things to change, then you must act. But if you can only act when someone tells you to, you're asking to be used rather than appreciated. You really are a cynic, you know. I guess it's better than not thinking at all. But don't you think the Warrior of Light needs to be a bit more pure of heart? The Blanks who died fighting Chaos were pure of heart too, you know. There were so many of us when I came to on Palamecian shores. How many of us are alive today? They might be alive, but most of them are lost, I think. They gave up trying to become the Warrior of Light. I can give up too. No, you won't! Your name is special, remember? And I chose you! But of the thousands of Blanks, why did you decide to choose me? Good question. There are still a lot of other Blanks with your name out there, you know. That's right. So why me? Why not pick someone else? I mean, it used to bother me that there were so many others with my name, but not anymore. It just seemed right at the time, you know? Don't worry, I'm positive that you'll become the Warrior of Light. Eventually. Eventually, huh? My name isn't the only one present in a prophecy, is it? There are other prophecies that say someone else will become the Warrior of Light, aren't there? The prophecy's always in flux, yes. But the truth is what you believe in, not what someone else says. What a prophecy. Ja, es hat schon gar nichts mehr mit Prophezeiungen zu tun. Da bin ich mir jetzt absolut sicher. Elementmeister 1. Fähigkeitsticket. Wow. Und das auch nur eins. Toll. So, dann porten wir uns doch mal direkt dahin. Wir haben nämlich noch genug Zeit, um im Windprüfung unsere vielleicht ein, zwei Kämpfe zu bestehen. Das wäre zumindest sehr schön. Wir müssen dann denken, Wind, das heißt keine Windkraft nutzen. Ich habe gerade Licht gestartet. Und das ist jetzt eine ganz intelligente Sache. Also, ich werde immer besser da drin. So, ich würde glatt mal sagen, wir haben da die erste Runde gleich schon geschafft von 4. Der ist nämlich schon im Schock. Zack, nochmal ein bisschen zuhauen kommen. Sehr schön. Und eine Karte bekommen. Dankeschön. Auf in die nächste Runde. Und dann ist auch schon Halbzeit. So. Den haben wir im Schock drin. Sehr schön. Jetzt den letzten in der Runde. Den haben wir im Schock. Herrlich. Einfach fantastisch. Also es macht wahnsinnig viel Spaß, hier voranzukommen. Die Kämpfe laufen gut. So, zwei Gegner schon weg. Da ist jetzt noch solch einer. Den haben wir auch weg.
Jetzt noch zwei davon. Sollten wir aber auch gut wegkriegen. Ja. Würde ich zumindest sagen, ne? Also das sieht doch gut aus. Und weg ist der auch. Auf zum letzten Kampf. Ein Bäumchen. Kein Rekord diesmal. Schade, schade. Aber wir kommen gut voran. Deswegen ist es etwas sehr Schönes. Und gehen zum ersten Bosskampf über mit... Boah, nehmen wir Wasser meinetwegen. Auch wenn es, glaube ich, nicht die beste Wahl dafür ist, aber... Andere haben mich gerade nicht so wirklich angesprochen und ich will nicht immer so viel Zeit beim Suchen verschwenden. Ich will lieber im Kampf sein. Ist nämlich viel spannender. Ja, die Kämpfe laufen gut. Wir brauchen uns, glaube ich, im vierten Kapitel überhaupt keine Sorgen machen. Auch nicht die Bosse haben mir bis jetzt Schaden großartig gemacht oder so. Also wenn es so weiterläuft, rutschen wir einfach mal so durch in dem Prolog-Abschnitt des vierten Kapitels. Beziehungsweise, dass wir dann das innere Licht erhalten. Das sollte kein Problem sein. Sieht zumindest bis jetzt danach aus. Ach, gleich drei im Schock drin. Jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Den haben wir auch gleich weg. Ah, hau nochmal zu. Komm schon. Sehr schön. Nächste Runde. Die sollten auch keine großartigen Probleme geben. Ja, das läuft sehr schön. Und dass wir fleißig Karten kriegen, also reichlich kriegen, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, was haben wir als Gegner? Oh, einen großen Baum. Okay, gut. Meinetwegen. Kriegen wir auch platt. Ist uns ja nicht unbekannt, aber ich denke mal, der ist von der Stärke her ein Ticken besser als die, die in den anderen Kapiteln. Aber trotzdem ist der noch nicht stark genug, um uns wirklich Schwierigkeiten zu bereiten. Das kleine bisschen, was wir uns da ankratzen an Leben bei uns, das ist ja wirklich minimal. So, wieder voll. Also heilen können wir uns wunderbar. Und geschafft haben wir ihn. Sehr schön. Vier Karten gekriegt. Na, das ist doch mal klasse. Aber wieder kein Rekord, oder? Ja. Ja, sehr cool. Nochmal einmal im Schockschaden mehr und nochmal ein bisschen mehr Leben. Hervorragend. Ja, so kann es weitergehen. Oh, gar nicht mal mehr weit von Stufe 38, Mensch. Das ist doch toll. Drei die gleichen Karten. Oh, gut. Muss nicht sein, kann sein. Ja. Kartenverkauf. Holen wir die direkt mal weg wieder. Na, wo sind die anderen da? So, das dürfte dann die einzigste noch sein. Jupp. So. Ja, es geht gut auf eine Mille wieder hoch. Das ist schön. Alles klar, dann kommen wir hier wieder zurück.
Und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie wir die letzten drei Kämpfe hier machen. Und dann können wir auch schon hierhin springen zurück, um dann hier in den Verteiler reinzugehen, damit wir hier oder da anfangen können. Ich denke, als nächstes kommt dann Erdprüfung und zum Schluss dann die Feuerprüfung. Feuerprüfung hört sich auf jeden Fall schwer an, aber es sind alles angeblich von der Stärke her die gleichen wie hier. Also das wird auf jeden Fall interessant. Schaut in der nächsten Folge vorbei. Bei Möbius Final Fantasy. Macht's gut. Tschüss.